So, willkommen, hallihallo und Folge 19 am Start. Ich vermute mal, das nächste, was wir machen, ist unsere Covered Operation. Mal sehen, ob die diesmal besser klappt als letztes Mal. Das war ein ziemliches Desaster. Sand Extraction Squad. So, Launch Mission. Colonel Guppy. Sergeant Holmes. All in Mercia. Reaper Man. Ist ja noch ein Sniper jetzt dabei. Loadout. Ja. Krieg ich noch einen Scope zusammengebastelt. Grey Market. Build by Items. Scope. Oh, kostet sogar 12. Submit Order, dankeschön. Covered Operation. Sand Extraction Squad. Launch Mission. So, Loadout. Ich habe keine Pistole mehr. Ich habe nur eine Sniper Rifle. Added Unit. Ja, ich lasse es jetzt erstmal so. Moment mal kurz. Customize. Ich nehme mir alle zurück. Bei dem ist es nicht, aber bei Added Unit. Loadout. Nein. Customize, da. Armor Deco, achso. Bei dem ist es glaube ich nicht so wahnsinnig unterschiedlich, weil es ja ein Dingensoldat ist. Gensoldat. Bei dem ist es gleich in grün, okay. Added Unit. Loadout. Aber hier zum Beispiel kriege ich nämlich grün rein, wenn ich Plasmawaffen nehme. Und bei ihr ist auch hier rot an der Schulter. Die Strahlenwaffe ist eigentlich ganz nice. Aber das ist bei dir irgendwie nicht sinnvoll, weil du bist ja ein Sniper. Du hast Tarnfarben an, fertig. So. Launch Mission. Ich hoffe, es klappt immer besser. Ich muss ein bisschen auf die Raketenwerfer aufpassen. Lässt mich nicht mit mein halbes Quad zerfressen. Und dann kriege ich das schon hin. We're heading into China for the next operation. Exalt has a cell working from inside their borders. Strike One will provide cover. Our operative was in position to transmit the data they'd acquired when Exalt forces moved into their AO. The encoder is currently shielding our transmitter's position, but if Exalt manages to hack the encoder, they'll be able to locate the transmitter. If they hack both, any hope we had of recovering the data intact will be lost. We have a new objective. Okay. Und wo ist mein Typ? Okay, der ist da. Den kann ich sogar direkt mit benutzen, das ist immer geil. So, ich muss aber irgendwie zu dem Ding vor den anderen kommen. Wie komme ich nach oben? Achso. So, da muss ich hin. Okay, das dürfen sie. Oder? Hab ich das richtig verstanden? Element All Exalt Force Protect the Capture Area. Das? Beziehungsweise das? Hack Attempt by Occupying the Capture Zone. The Covered Operation can disrupt Exalt Com Areas. Okay. So. Leben und Leben. In Bewegung. Die störe ich erstmal hier hin, denke ich. Wie komme ich denn da hoch? Sie kommt da zum Beispiel hoch. Das heißt, du musst dich auf jeden Fall mal hier hin bewegen. Bewegst dich mal hier hin. Du hast auch Leben, du musst also unten bleiben. Okay. Nein! Na, no, das war falsch. Ja, hier komme ich auch hoch. Aber hier keine Deckung ewig weit. Hahaha.
Bewegung. Er hat auch keinen Bonus auf Pistole und sowas. Das ist gerade ein bisschen unnütz. So, und Guppy, du stellst dich am besten auch mal hier hin, weil du bist wahrscheinlich der Erste, der hochgeht. Erstmal gucke ich, ob hier unten irgendwas ist, bevor ich da hochgehe. Nee, ist nee, gut. Aber ich muss sagen, bewegen wir uns mal dahin. Das ist ja mal eine umgedrehte Variante, weil sonst startet man selber immer hier hinten, glaube ich. Der hat kein Leben dabei, nehme ich den mit hoch, denke ich. Auf jeden Fall nehme ich dich mit hoch, weil da unten nützt mir gar nichts. Wieso kriege ich den da nicht hin? Scheiß runter. Achso, aha. So, die wollen ja zu mir. Das ist meine Nahkämpferin. Das ist ein einmal Leben. Du bist glaube ich das Leben-Typ, der hochgeht mit. So, da habe ich meine drei oben. Bewegst dich hier hin. Achso, die kann ich hacken, ne? Könnte ich zumindest, wenn ich da wollte. Mit dem hier. Der muss aber auf jeden Fall wieder überleben, so wie ich das verstehe, oder? Muss ich mal nicht. Wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil das mit einer meiner höchst dekorierten Soldaten. Du hast gehört? Commander, we've got multiple hostiles inbound on Strike One's position. Enemy reinforcements are closing in. Okay, es hat sozusagen Vorbereitungszeit bekommen, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Da waren gerade welche. Puh, will ich jetzt mal eine Runde hacken gehen oder nicht? Ich weiß nicht, ob zwei reichen zum Verteidigen. Bin unterwegs. Ich muss gerade mal gucken, ob hier irgendwas ist zum Hochkommen. Da ist was zum Hochkommen. Und da. Tu. Wahrscheinlich damit hin. Ich denke, die stehen hier eigentlich erstmal ganz gut. Oder hätte ich hier hingehen sollen? Bin mir nicht ganz sicher, was hier nur hinten ist mit dem. Run and gun, würde ich mal sagen. Gehen wir da hin. Oh, die haben wieder Raketenwerfer und alles drauf. Nie so schön. Um mal sanft auszudrücken. Und ich habe kein Sniper-Gewehr, dadurch darf ich das nicht machen. Und daneben. Obwohl 86%, ne? Du bewegst dich mal hier hin. Auf jeden Fall der Fälle.
mich mal ein bisschen in meine Richtung mal. Ah, alles vorbei. Das ging nicht mehr vorbei. Das ging ordentlich ins Gesicht. Holo-Targeting ist nicht so schön. Dann könnt ihr nicht besser treffen. Overwatch, okay. Overwatch. Moment mal, ich kann einfach das benutzen, weil das braucht nicht so viel Schaden. Mist. Wenn ich nie, gerade wenn sie auf Overwatch sind, da vorne hingehen, vor allem nie mit so einem frischen. Weil der nützt mir dann nie so viel. Wenn ich dann mit einem Frischling hingehe. Ich glaube, nicht viel gekonnt. Das ist eh immer wichtig, den mal wegzumachen. Und er trifft halt wieder nicht! Das ist doch auch nicht mehr euer Ernst. Mann. So, würde ich einfach sagen, ich schicke jetzt mal eine Granate, eine Rakete dahin. Genau so. Diese Rakete. Bam! Earned a Promotion, sehr gut. Double Kill, würde ich mal sagen, einfach. In Bewegung. Oh, oh, wieso sieht denn der mich? Shit. Das trifft mich nicht. Die haben Doppelraketen. Ah, die haben Doppelraketen. Okay, die verlieren irgendwie schon Boden. Ich muss, glaube ich, gleichzeitig noch angreifen und die Sachen hacken. Während ich die Sachen hier blockiere. Machbar, takes a reaction shot. Und trifft nicht. Nicht mal annähernd. Dann Sergeant Holmes. Trifft leider auch nicht. Ziel verfehlt. Was haben wir denn für Rucksäcke? Oh shit. Sehr gut, erstmal 6 ins Gesicht. Ist er tot? Er ist direkt tot. Sehr gut. Perfekt. Jetzt töte den mal bitte. Das geht echt auf den Sack, dass der immer noch lebt. Quasi keine. Ich hätte vielleicht nicht mehr im Operative schießen sollen. War vielleicht nicht die beste Idee. 1%, komm.
Jawohl. Perfekt. Umgerumst. Da sind immer noch zwei. Mal versuchen, da irgendwie ranzukommen, dass ich die vielleicht von hinten kriege oder sowas. Ne, lieber Overwatch. Da wäre noch genug Schüsse. Overwatch, okay. Also in die Runde springen. Overwatch, okay. Also runterhuppen ist eine dumme Idee. Oh, 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 shit. Hier, da war doch. Ich hab zu viele Leute gerade hier drin. Wirklich so. Die hat Lightning Reflexes. Das sollte keinen Reflexschuss treffen. Mindestens einen habe ich also schon ausgelöst von zweien. Hier kommt der zweite. Der könnte aber jetzt wieder treffen. Der trifft nicht. Sehr gut. Hab ich den Weg so ein bisschen frei gemacht. Oh, da kommt noch ein dritter. What? Nein. Auch nicht. Das ist irgendein Support oder sowas von denen, glaube ich. So, eigentlich wollte ich ja nur für dich den Weg freimachen. Okay, Run Gun habe ich sogar noch. Aber da komme ich nicht zu dem da drüben. Ich brauche das da mal. Eine Shredder Rockade wäre, glaube ich, hier ganz angebracht. So. Den da? Nee, nee. Ah, shit. Komm nur bis dahin. Vielleicht sollte ich erstmal versuchen, hier von hier oben. Moment mal, jetzt kann ich auch wieder die Waffe wechseln. Das ist die Prozent Critical 73, komm, versuch's mal. Den 6er Treffer auf jeden Fall, das ist schon ziemlich nice. Bin unterwegs. 51, komm, mach weg bitte. Nein, noch nicht, wo sie zielt. Da also runterspringen, habe ich ein Problem, weil dann sitze ich zwischen zweien. Ist egal, wo ich rangehe. Mal suchen, wenn ich hier rangehe. Ob ich da was treffen kann. Ne, kann ich nicht. Ich könnte eine Granate runterwerfen. Wobei eine einzelne Granate irgendwie da nicht so viel Sinn macht. Rot, also könnte ich vielleicht getroffen werden. Hey, wie war das Dashen? Gemeinheit. Sollte kein Dashen sein. 32, hier, die hat auch noch eine andere Waffe. 29, 44, toll. Komm, machen bitte mal weg. Ja, macht einen Schaden. Ein verkackten Schaden. Drücke vor. Komm, jetzt mach den mal bitte weg. Kann doch nie sein. Wir hatten 6er Crit. Na toll. Fünf Schaden erstmal schön reingebrezelt.
Jawohl. Ihnen meinen Reaction Shot. Nochmal 5 Schaden reingefrezelt. Verlagern den Angriff. Ziehen sie irgendwie zurück. Oh, okay, die gehen dadurch. Das ist natürlich ungünstig. Weil da kommen sie, glaube ich, bei meinem Encoder raus. Okay, also doch bloß einfach aushalten. Au. Dann lohnen sie jetzt auf jeden Fall Raketen. Na, das ist ungünstig. Die stelle ich vorhin schon mal. Die mag ich gar nicht, wenn der da steht. Packen wir 2. Ah, das ist echt ungünstig. Kann ich jetzt mal hier eine Schredderrakete schön reinzimmern? Nee, nur auf die da. Ah, will ich aber. Ne, jetzt mach doch. Shredded. Komm, mach weg. Bei 93%. Das ist doch nicht euer Ernst. So, du machst den weg. So, Chris Reaper Man. Also das Snipen müsste ich eigentlich schnell wegmachen. Jawohl, 5 Schaden sind es erstmal. Oh, fuck. Das höre ich nicht so gerne. So, ich könnte jetzt versuchen, hier rüber zu rennen, was wahrscheinlich sogar eine gute Variante ist. In eine andere Position zu kommen. Nein, nicht Y! Oh, Mann, ja, die hat so eine gute Position für die Schrotkanone gehabt, ey. Meine Fresse. Wer wird denn jetzt flankiert? Oh, der wird flankiert. Okay, der hat wirklich flankiert, das ist ungünstig. Okay, und jetzt sind da nach oben noch welche. Schon verstanden. Oh, Granate kommt geflogen. Shit. Au. Da steht sie jetzt komplett. Stehen drei Leute ohne. Ne, 2 Leute ohne Deckung da. Das ist nicht günstig. Oh. Zum Glück vorbeigeschossen. Es könnte jetzt gerade wieder desaströs werden, so wie die jetzt alle bewegen. Das sind so viele. Und ich schmeiß jetzt mit Granaten um sich. Eine Gasgranate? Hallo? Die Kamera, Mann! So, jetzt mal bitte X. Dankeschön. 76. Hauen bitte mal trotzdem weg. Das ist nicht dein Ernst.
Oh, du musst... Ach, fuck. Out of ammo. Du kannst mal hier hingehen noch, um einen besseren Schusswinkel zu kriegen. Oder muss man den bitte wegmachen? So, der hat aber noch Raketen. 5. Was jetzt? Ne, war die normale Rakete. Ich brauche keine Schredderrakete. Sehen Sie nicht mal kommen. Da ist wenigstens der Sniper auf jeden Fall tot. Beide tot. Perfekt. Komm bitte, mach du es wenigstens weg. Nein. Justiere Zielvorrichtung. Ich mach mich los. Jawohl. Komm, mach weg. Zack und weg. Captain the Line und the Promotion, so. Jetzt kann ich mir vielleicht dahin gehen, um ihn. Oh fuck, Reaction Shots. Au. Konnte lange genug zielen. Wie, das zählt nicht als neben ihm stehen. Das ist jetzt nicht mehr ernst. Und er trifft, sie trifft nicht. Och, ja. Ah. Achtet auf die Flanken! Flanken? Welche Flanken? Von meinem Typ oben oder was? Okay, der ist auch noch nach oben. Ne, geht da rum, okay. Oh shit. Das sind Flanken. Aua. Das sind keine Aliens. Zumindest genau genommen nicht. Es könnte einer von meinen Leuten sterben. Das wäre echt ungünstig. Okay, nicht getroffen. Sehr gut. So, Guppi. Gehst du mal bitte dahin. Einfach bloß, um sozusagen da zu sein. Jawohl, mach weg. Perfekt. Bleiben, glaube ich, noch 3. Wenn mich nie alles täuscht. So, du machst jetzt mal bitte den weg mit 90%. Bleiben, glaube ich, noch 2, wenn mich nie alles täuscht. Hm. Du bist leer. Perfekt. Nein, jetzt bleiben noch 2, wenn ich mich nicht irre. Einer war ja da drüben. Oder ist das der? Bin mir nicht ganz sicher. Einmal eine gute Position gebraucht, ey, da kann der jede Runde schön die Leute ausnehmen. So, ein 2 oder einer? Ich glaube schon 2. Run and Gun kann ich bei der benutzen. Könnte ich. Kann ich mal gucken. Ich dahin gehe, was ich da so finde. Oh, Reaction Shot, gut, dass ich Lightning Reflexes drin habe. Du triffst nicht. 80%, komm. Bam! Wo habe ich noch einen? Kommt der irgendwie runter? Der kommt da runter.
Dann kommt er doch. Aber ich glaube, ich kann ihn nicht treffen, weil der in der Mauer steht. Hm. Lass ihn mal auf Overwatch gehen. Der kann ja auch noch hier runterkommen. Hm, der muss nachladen, okay. So, du gehst mal hier hin. Overwatch. Overwatch, nie, dass er noch irgendwie auf dumme Ideen kommt. Und du. Du lädst mal nach. Und ich würde sagen, du schießt. Schade. Was ist eigentlich für ein Achievement gerade? Hey, für Special Duty Soldier kill 3 enemies in the same mission. Okay. Aber wir sagen, hat er Bravour geschafft. Der hat so ziemlich viel da weggemacht in der Mitte. Und der hat's geguckt. Das geht auch daneben. Oh Leute! Lol. Du siehst ihn gar nicht, oder was? Sehr gut. Guppi darf auch nochmal nach unten. Aber nie töten. Oh, Reaperman. Go, mach weg. Sehr gut. Eine perfekte Variante. Elite Defense. Kriege ich dafür jetzt irgendeinen Bonus? So eine Heat Reduction, also so eine Panic Reduction wäre ganz cool. Gerade in China. Wo das ja war. Training, will survive. Ja, also bin ich hier auch noch ein Major. Zwei wenige Schaden. Wounded für 8 Tage. 25 und 42 Kills. What? Bandriff Design has been promoted. Major Line. Makes partial cover count. Okay, cool. Halbes Cover ist jetzt für den volles Cover. Sehr gut. Exalt Intelligence. Continue. Possible Exalt Base Locations narrowed. Jetzt habe ich wieder, glaube ich, irgendwie verwundet. Baracken, View Soldiers. Wounded, wounded. Ich kann mal hier ein paar Medaillen vergeben, denke ich. Das war bloß eine Aim in Full Cover Award Medal. So, dich nehme ich als Support fast mal mit. Deswegen Accept. Was haben wir hier noch? Council Medal of Honor. Plus. Okay, Award Medal. Ich habe ja noch einen Sniper, würde ich sagen. Plus Aim und Critical ist für einen Sniper immer sehr gut. Was war das hier eigentlich? Beat a new special mission without losing any assets. Okay, cool. Und Defenders Medal. Medikits Restore mehr. Marco hat er noch nicht. Die kriegt Marco auf jeden Fall noch. Oh mein Guppi. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr bleibt bei mir und wir sind weiter so erfolgreich wie gerade eben.